Unser Leben wurde uns vom Fürsten der Unterwelt genommen. Unsere Heimat ist verbrannt. Was bleibt, ist unsere heilige Mission, die wir verfolgen müssen. Und dafür ist unsere Seele in den Himmel hinaufgestiegen und darf sich nun für eine neue Gestalt entscheiden. Und mit dieser Entscheidung begrüße ich euch nun ganz herzlich zur nächsten Folge, Folge 5 von Dragon Quest 10, meine liebsten Leute. Und wir dürfen jetzt wählen, ob wir entweder hier solch einer Gestalt innewohnen wollen, so einem Zwerg, womöglich aber auch solch einer Grazie unseren Körper schenken wollen, beziehungsweise unsere Seele, dem Krieger oder dem kleinen Etwas. Ich weiß nicht, was das ist. Witzig sieht's aus. Ich werde aber, und das sage ich offen, den Weg des Feuervolks, ich vermute mal, das ist das Feuervolk, gehen. Ich schaue es mir mal an. Das ist der Altar von Oga. Das Feuervolk der Oga, das hatten wir ja schon gelebt. Die haben ein raues Leben, das sind die Kämpfer mit Hörnern und Schwanz bestückt. Beschützen sie die Schwachen und ihre Kameraden. Und das finde ich jetzt auch schon mal ein ganz wichtiger Wert. Und ich möchte als Oger auch auf die Welt gehen. Und da können wir uns tatsächlich auch dann entscheiden, wie wir aussehen. Können auch die Farbe ändern. Nehmen wir den hellen Typ, ja? Frisur. So, was nehmen wir denn da für eine Frise? Irgendwas, was an unsere angelehnt ist, womöglich? Können wir auch drehen? Okay, da gibt es wirklich sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Die steht ihm noch ganz gut, ne? Dunkle Haare kriegen wir nun. Spitz zu laufendes Kinn oder normal? Nehmen wir das spitz zulaufende. Und auch hier dürfen wir unseren Look ein wenig anpassen. Augenfarbe. Die soll bleiben. Unser Name ist Kurando. So sehen wir aus. Das ist doch mal schick. Das ist doch mal fein. Ja, dieser Charakter soll es sein. Und wir können jetzt auch die Klassen wechseln. Wir können diverse andere Möglichkeiten nutzen. Wir können einmal den Krieger nehmen, der ist stark, der setzt alles in Angriff, Verteidigung, der beschützt seine Kameraden und verlässt sich aber auch, ist eine sehr verlässliche Persönlichkeit, kann eine Axt tragen, ein normales Schwert oder ein Zweihänderschwert. Wir haben hier den Mönch, der regeneriert mit Heilzaubern, ist aber auch ganz gut, sich mit starken Waffen und so auszurüsten und anzugreifen, wie zum Beispiel eine Lanze oder ein Stab. Oder ein Zauberer ist auch eine Möglichkeit mit verschiedenen Zaubern und so weiter, kann er ins Feld ziehen, Flüche beschwören und der hat dann halt einen Stab und ein kleines Kurzschwert und eine Peitsche. Da haben wir hier den Kämpfer, sehr stark, sehr flink und der kann verschiedene Sachen, Krallen benutzen. Aber ich frage mich gerade, ob ich nicht beim Normalen bleiben sollte. Wir haben nämlich noch den Dieb und hier den Reisenden, Künstler, beziehungsweise, wie nennt man das denn? Zirkus-Typ da, mit Bumerang und sowas kann der hier rumwerfen. Reisender Künstler, ja. Ich bleib beim Krieger, dem ganz normalen. Nicht dem Kämpfer, sondern dem Krieger mit dem Schwert. Yep. Kurando! Du hast deine Gestalt gewählt. Es tut mir leid, welch Unglück auch widerfahren ist. Heute wirst du diese Welt verlassen und wirst fortan ein Ogerjunge sein. Von heute an wirst du den Körper dieses Ogerjungen dir leihen und ein neues Leben beschreiten. Also nimm dieses neue Abenteuerbuch an dich.
und Kodan wird ein neues Abenteuerbuch erhalten. Und die Götter werden dich, du, der dieses Buch bei dir trägst, immer beobachten. Und du kannst nun überall Einträge machen, auch wenn du nicht dein Gebet abfertigst da in der Kirche, sondern überall kannst du speichern. Das ist gut. Das macht mich munter. Also nun gehe. Kehre heim auf den großen Kontinent, den Mutterkontinent. Astoltia. Und dann mache ich dich auf die Suche. Nach deiner Aufgabe, deinem Schicksal. Die Bedeutung für deine Wiederkunft. Und so kehrt unsere Seele heim. Und es wird gespeichert. Also bitte nicht ausmachen, ja? Bitte nicht ausmachen, speichern, da darf man nicht einmal wegfliehen, du. So. Und nun wird Kurando seine Abenteuer auf Astoltia beginnen. Also wir kehren ins Hauptmenü zurück. Also dann wähl das andere Buch aus und dann guckst du weiter, sagt er zu mir. Auf Abenteuerreise gehen. Wir haben jetzt verschiedene, wir können das auch wieder löschen. Ich will ins Abenteuer starten. Kurando, da haben wir ihn, guck mal. Level 1, es fängt also alles wieder von 0 an. Und da gehen wir jetzt mal ins Spiel. Ich hoffe, es funktioniert alles. Jetzt müssen wir auf einen Server wechseln. Ja, das ist für Anfänger, für Normalos wie mich. Jetzt ist es also wirklich so weit, dass wir in die Weiten des Internets schreiten. Als Beginner, als jemand, der noch keine Erfahrung hat, noch nichts hat. Also dürfen wir ein neues Abenteuer in ganz, ganz neuen Welten nun hier initiieren. Was war das nur für ein Ort? Eine neue Heimat? Irgendwer, ruft doch bitte, Priester Sanja. Was ist nur passiert? Mayu. Wie Sie sehen, schauen Sie, Kurando ist in der Eishöhle von Ronda gewesen und hat seine Kraft verloren. Er ist umgefallen. Und als ich ihn gefunden habe, hat er nicht mehr geatmet. Ich habe mir gedacht, er wäre tot und habe seine Überbleibsel mitgebracht, seine Überreste sozusagen, und sie hergebracht. Ich habe ihn in dieses Dorf hier getragen. Priester Sanja, bitte, bringen Sie, beten Sie für ihn und bringen Sie seine Seele an den richtigen Ort. Oh, der Arme. Er ist in der Tat tot. Kurando, der von allen geliebt wurde. Wie kann es so sein, dass er so traurig hier niedergehen musste, so früh schon gehen musste und ja, jetzt soll er ins Himmelsreich übergehen. Ach, die Welt ist so grausam und auch Götter können grausame Dinge tun. Also dann alle miteinander betet für Kurando, damit er seine Seele sich nicht verirrt und in die Wiege seines Gottes zurückkehren kann. Ah, noch zu früh hier zum Gebet übergegangen, würde ich sagen. Was ist nur los? Warum lebt er wieder? Er war doch bis eben auf jeden Fall, er sollte tot gewesen sein. Und jetzt ist seine Seele zurückgekehrt in den Körper. Das kann doch...
Ist irgendwas mit Corandos Körper passiert? Corando? Sagt Mayu. Gott sei Dank, du lebst. Ah, was war das denn für ein Terz eben? Tch, du bist ein Priester, dann solltest du nicht solche Sachen reinfallen. Corando lebt doch. Ich habe das ja eindeutig festgestellt. Bist du wirklich Corando? Du siehst zwar aus wie Corando, aber irgendwie ist die Atmosphäre von dir anders. Corando, heute solltest du dich auf jeden Fall ausruhen. Ich habe noch was anderes vor, also ich entschuldige mich jetzt. Ach übrigens, Mayu. Könntest du vielleicht dem Dorfkönig, deinem Vater, dann nochmal zur Hand gehen, ja? Irgendwie scheinen heute noch ein paar Gäste zu kommen. So plötzlich? Sieht den Fall. Corando. Es tut mir leid, dass ich so sonderbare Dinge erzählt habe. Dass die Atmosphäre sich ein bisschen geändert hat, dein Stimmungsbild, liegt wahrscheinlich daran, dass du kurz vorm Tode warst. Ich weiß, du bist ein sehr fleißiger Krieger und du trainierst auch sehr gerne, aber jetzt solltest du dich erstmal ein wenig zur Ruhe setzen und ein bisschen ausruhen. Kümmer dich um dein Leben, lege Wert auf das Leben, was man dir gab, was so wertvoll ist. Hey, hey, Corando? Kann sein, dass du ein Lulastein? nee, ist nix. Tee. Und, oh, bis dann. Meine Güte. Dass, Jenya so ein Gesicht zieht. Das, sieht man auch nicht alle Tage, ne? Das ist hat sie vielleicht irgendwas gesehen, was sie zu Geld umwandeln kann? Was hat sie denn nur wieder jetzt für Schabernack im Sinn? So, jedenfalls, du hast scheinbar keine schweren Verwundungen mehr. Das beruhigt mich sehr. Du hattest wirklich Glück, Corando. Also, fortan kannst du jetzt als erstes wahrscheinlich erstmal zu Mayu gehen und dich bei ihr bedanken, oder? Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Sie hat dich extra hergebracht. So über so einen weiten Weg. Und wie du schon weißt, ist Mayu die Tochter vom Dorfkönig. Und das befindet sich, das Haus von dem, wo er wohnt, da musst du über die Brücke an der Seite vom Ausrüstungsladen gehen, wo er das Schild ist vom Ausrüstungsladen, von dem Rüstungsladen. Und ja, da wirst du ihn finden und dann kannst du dich auch mal bei dem Dorfvorstand melden, dem König. Das Feuervolk lebt also in den eisigen Bergen. Dort oben müssen wir hin. Und jetzt dürfen wir zum ersten Mal unsere neue Gestalt observieren. Was sagt ihr dazu? Stimmt ihr damit überein, dass es die richtige Entscheidung war, womöglich, oder nicht? Wir gucken einmal kurz hier. Dianom ist hier der Händler für allerlei Dinge. Kaufen wir mal. Oder die. Guck mal, die sieht aus hier. Wir haben kein Geld, wir haben nichts. Dann wollen wir uns erst einmal vertraut machen mit dem Charakter. Reden können wir jetzt mit ihr. Hier gibt's verschiedene Sachen, die wir jetzt auswählen können. Lulasteine gibt's auch, Dinge, die man benutzen kann. Einmal was, wo alles drin ist. Wichtige Gegenstände. Zauber können wir nicht beschwören. Stärke sehen wir hier. Wir sind ein Oger, Level 1. Und das war's auch schon. Schwerter, Rüstung und so weiter und so fort. Du bist schade. Hm? Hast du gerade irgendwas von einem Dorf der Etena gesprochen? Das Name, den ich noch nie gehört. Du hast wahrscheinlich irgendwas komisches geträumt, als du kurz vorm Tod warst. Hä? Du weißt gar nicht, wer du wirklich bist? Ha. Also heute solltest du wirklich nur mit den Dorfbewohnern ein bisschen quatschen und dich ausruhen und ja. Und dich an dich selbst widmen, so, ne? Also, du kannst auch danach dann weitergehen. Geh zu Mayu und bedank dich. Wäre das nicht gut? Die hat sich wirklich um dich gekümmert. Ich war gerade... Ich habe Angst. Hier ist jemand gerade gekommen. Hiro heißt da einer.
Wie du weißt, ist Mayu die Tochter von dem... Das ist das Gleiche, was er auch sagt. Guck mal, hier können wir auch mit dem reden, schon wahrscheinlich, ne? Hiro, ein... Ach, guck mal. Ein Räuber Level 1. Ein Anfänger. Der ist gerade hier auch erschienen. Und ihr merkt, wir sind auf den Servern. Wir sind im Internet. Da sind auch andere Leute, die mit uns hier interagieren können. Das ist, glaube ich, aber alles nur über Text, ne? Reden über Text wahrscheinlich. Aber... Sei es drum. Das werden wir schon mal irgendwie hinkriegen. Das wäre ganz cool, wenn man das mit Voice-Chat machen könnte, mit den Japanern dann spielen. Das sind ja alles nur Japaner, mit denen wir hier zugange sind. Und wie gesagt, auch Crossplay ist das. Das heißt, es sind von allen diversen Konsolen und sowas. Hier ist Yuto, heißt der. Und hier Juza. Der spricht mit ihm hier. Dies ist die Wohnung vom Dorfkönig Cliffgain, dem großen Champion, der einen tollen Namen hat hier, aus dem Kampfturnier vorgegangen ist als Sieger. Und er kümmert sich um das Wohl, um die Sicherheit des Dorfes. Wenn irgendwas ist, was dir nicht aus dem Sinn geht, dann geh auf jeden Fall hin und berichte ihm. Was sollen wir hier jetzt bei ihm machen, oder was? Alles klar, ich würde sagen, das ist ein neuer Start. Ich mach das aber erst nächste Mal. Wir wollen uns jetzt erstmal ja doch zurechtfinden in unseren Körpern. Und ich muss auf jeden Fall gleich mal gucken, wie man hier denn dann auch den Speicherstand manifestiert und sichert für die Zukunft, dass wir da nicht irgendwie nochmal, ne, abdriften. Vorher möchte ich auch nochmal hier unten gucken. Da seht ihr hier. Marki. Ach, guck mal, da kann man... Ah, man kann auch mit denen reden, den Leuten, ne? Level 94! Ist ja Wahnsinn. Kann ich hier noch was machen? Chatten kann ich. Als Freund machen. Wenn ich chatte, kann ich dann... Ah, dann kann ich schreiben unten. Okay, okay, okay. Das geht auch. Wahnsinn. Allerlei Dinge... Upsala, sind hier möglich. Ah, da bin ich echt mal gespannt, wie es auch mit dem Chatten und so ist. Ich muss eingestehen, ich bin ja so schon, habe ich schon Probleme, irgendwas zu schreiben, wenn ich, ohne Tastatur, ich habe ja keine Tastatur, nee, ich spiele mit einem Pad. Und da schon mit westlichen Schriftzeichen da, mit westlicher Schrift was zu schreiben, ist schon schrecklich. Und wenn ich dann noch in Japanisch schreiben soll, das kann ja Jahre dauern. Also ich glaube, da sind die Leute schon ungeduldig, ehe ich da überhaupt anfange zu schreiben. So, hier gibt's auf jeden Fall Briefe, Post, Amt und so weiter und so fort. Hier ist die Kirche. Da ist der Pfarrer. Ach, Gott sei Dank, dass sein Leben gerettet werden konnte. Ich bedanke mich bei Gott. Nun sind wir hier zurückgekehrt. Und ja, hier auf dieser Welt gibt es verschiedene Dinge. Du kannst diverse Sachen machen und die Götter bewachen dich oder die wachen über dich. Komm also dann, wenn in eine Kirche kannst du kommen. Du brauchst aber nicht hier herkommen, um zu speichern. Aber es ist nicht sinnfrei, hier zu beten. Denn nutze es einfach als Ort, um wieder zurück zu deinen Kräften zu kommen. Dafür kannst du beten. Und dich hier heilen letztendlich. Wenn du dann auch keine Lust mehr hast, wenn du dein Abenteuer beenden willst an einem Tag, dann kannst du einfach auf dein Menü gehen, auf Saxen, das Kommando auswählen dort und Abenteuer beenden raufgehen. Aber du musst wissen, an gefährlichen Orten kann das ein wenig Zeit dauern. Deshalb mach dir das, sei dir dem gewiss. Okay, dann können wir hier, brauchen wir gar nichts machen. Ich kann hier auf Soxin gehen, ich zeige euch das mal. Und dann hier Abenteuer beenden. Dann beende ich das Abenteuer tatsächlich und der speichert hoffentlich dann auch, oder? So? Wahrscheinlich. An einem Ort, wo Gegner sind, kann es um die 10 Sekunden dauern. Drücke einfach mal rauf, dann sehen wir das. Ich gehe in die Knie. Und er lädt. So, das war's. Hast du gut gemacht, gut gearbeitet. Wo willst du als nächstes hin? Ins Hauptmenü kann ich übergehen. Oder ausloggen und zum Titel hin. Ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Und hier verabschiede ich mich und sage, das war es mit der 5. Folge. Knapp, kurz, schön und saftig. Jetzt sind wir in der wahren Welt gelangt und angekommen. Mit unserem eigentlichen wahren Hauptcharakter. Kurando ist also vom Volk der Oger, die Flammenwesen, die in den eisigen Bergen leben. Und mal gucken, was uns erwartet
in Zukunft, ich weiß gar nicht, wie lange ich hier noch spielen kann, wie weit diese Demo-Version reicht und wie weit wir eingeschränkt sind im Rahmen dieser Version. Falls die Einschränkungen zu groß sind, dann werde ich, wie gesagt, auch zur Vollversion zurückgreifen, mir die zulegen und dann mal schauen, was wir damit entfesseln können. Das sei gesagt und ja, damit verabschiede ich mich. Es wäre schön, wenn ihr jetzt nochmal schön liken das und kommentiert und sagt, gefällt euch das Spiel bisher? Wollt ihr mehr davon sehen? Denn davon lasse ich es abhängen, ob ich überhaupt weiterspiele und wie weit ich weiterspiele letztlich, ne? Also das wäre ganz schön, wenn ich Zuspruch von euch ernten kann. Dann könnt ihr natürlich auch auf den sozialen Medien nochmal gucken. Und ja, das wäre es gewesen. Mehr gibt's für heute nicht zu sagen. Bis auf, beim nächsten Mal geht's weiter hoffentlich. Und bis dahin, bleibt gesund und munter, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.